Mahlzeit allesamt. Jetzt bin ich mit der Isokase unterwegs, oder dem Isokase-Zerstörer. Rang 4 bei den Japanern. In Dienst gestellt 1917. 4-1er Türme. 120 mm Granaten kann ich abschießen. 3,2. Die Reichweite, die wollte ich sagen. Liegt bei 9,8, glaube ich. 9,8 Kilometer. 3 Zwillingstorpedowerfer, 533 mm Torpedos, 7 Kilometer Reichweite, maximal 34 Knoten kann ich auf Tacho bringen hier. Und da ich ja so ein Zerstörerass bin, werde ich natürlich nicht sofort vorfahren. Ich muss mal ganz gechillt hier ein bisschen hinten bleiben. Ich habe heute schon, also ein bisschen früher am Tag, ich weiß gar nicht, wann das war, 3 Stunden oder so, ich habe inzwischen mal was ausgemacht. Habe ich tatsächlich zwei Zerstörer zerstört mit meinem Zerstörer. Ist mir eigentlich auch noch nie passiert. Das eine war so, ich schicke meine Torpedos ab. Er weicht aus, ich schieße auf ihn, er dreht in die andere Richtung, und zwar in die Torpedo-Richtung, und fährt in die Torpedos rein. Gleich in 2 Stück. Dachte ich mir, was? Ernsthaft jetzt? Der fährt in 2 Torpedos rein. So, danach fährt einer hinter eine Insel, und ich fahre auch hinter die Insel, aber halt auf die andere Seite. Und dachte mir so, wird er bestimmt gleich rauskommen. Schick die Torpedos vor. Also hat mich gleich gedreht, schickt die Torpedos vor, und der fährt da rein. Der fährt da rein. Ja, so lief's ab, und ja gut, einen habe ich im Brand geschossen und letztendlich ein bisschen mit der Artillerie bearbeitet, und dann ist er verreckt. So einfach war das. Es klang zumindest einfach. Was ist überhaupt hier? Ein Flugzeugträger unterwegs. Hoscho, hoscho, hoscho. Nur Hoschos. Wahrscheinlich erwarten die Kollegen, dass ich jetzt spotte. Gut, ich werde vorsichtig hier ranfahren, aber dann werde ich auch gleich wieder abdrehen. Denn ich weiß genau, was hier abgeht. Nichts Gutes geht hier ab. So, der Typ schießt prophylaktisch schon mal die Tauben vom Himmel. Oder die Möwen in dem Fall. Ja, zu sehen ist noch nichts. Nichts zu sehen hier, schade. Gut, ich wurde entdeckt. So ziemlich gleich jedenfalls. Okay. Ah, nicht mal den Lack gekratzt, siehst du? Also okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da vorne ist ein Schlachtschiff. Nicht sichtbar. So, jetzt wird es langsam spannend. Oh ja. Oh ja. So, unser Team kriegt wieder nichts auf die Ketten. Wie man sieht, die wissen einfach gar nicht, wo sie hin sollen. Anstatt irgendwie mal einen Trupp nach links, einen Trupp nach rechts fährt. Klingt ein bisschen blöd oder unheimlich einfach, aber ist ja letzten Endes auch so. Drunken Kobold. Gut, eher ein Deutscher, oder? Kobold im Englischen heißt ja genau Ko auch Kobold, oder? Wird schon ordentlich bearbeitet. Was soll ich machen? Würde ich mir helfen, aber wenn er sich selber in so eine beknackte Situation bringt. Warum soll ich dafür jetzt gerade stehen? Jetzt mal im Ernst. Jetzt schickt er seine 7 Kilometer. Ja. Tollbus. Wo kommen die eigentlich her jetzt? Muss ja irgendwo noch ein Zerstörer sein. Und das hat mich jetzt aufgedeckt. Ja, irgendwo ist ja noch ein Zerstörer. Das war nicht das erste Blut. Ach so, stimmt, da waren ja die Hupsala. Digga! Okay, das scheint sich mal gerade nicht so für mich zu interessieren. Sieht im Moment jedenfalls so aus. Jetzt wurde ich wieder aufgedeckt. Schöne, schöne Sache.
Boost aktiviert. Ich mache mal eine Nebelwand für uns. Wahrscheinlich ist das jetzt komplette Verschwendung, aber... Ja, nimm mal noch ein paar mit. Feueralarm! Problem gelöst! Und der Zwiebeln. Dass ich eh auf mich schießen kann, ja, hier auch noch ein bisschen schießen. Treffen wir wahrscheinlich eh nichts hier. Jesus! Ja, schade, dabei bin ich doch so ein Zerstörer aus. Apropos Zerstörer. Und Torpedos. Zurück auf die Kacke hier. Zurück auf die Kacke. So, er fährt weg. The Norwegian John. Ich muss mir irgendwas anderes suchen. Wow! Auch den hat es zerfetzt. Da fehlen uns ja schon mal zwei. Ich muss woanders hin. Ich meine, klar, ein Vorteil ist, wenn man nur einen Gegner zum Bekämpfen hat, ist schon ein Vorteil, weil sich ja nur auf einen konzentrieren kann. Und das wäre man dann nicht selber. Aber man muss sich halt nicht selbst noch auf anderen konzentrieren. Ist ein Vorteil, kann aber auch gleichzeitig ein Nachteil werden. Für die bin ich jetzt außer Reichweite, aber nicht mehr in Sichtweite. Gott. Ich fahre ja so ungern mit Zerstörern, aber was soll man machen? Kann man zu den Kollegen darüber. Ob da John sieht mich nicht. Das wäre natürlich fatal. Maschinenboost deaktiviert. Okay, Mr. Cloud ist auch schon gut zerschossen. Noch wurde ich nicht gesehen. Noch wurde ich nicht gesehen. Jetzt wurde ich allerdings entdeckt. Geht überhaupt nichts hier. Gucken Sie nicht. Komm! Jetzt ist meine Stunde. Jetzt ist meine 15 Minuten Ruhm warten auf mich. Oder meine 5 Minuten. Bitte, what? Echt jetzt? Hätte der klappen können. Ging echt keiner rein. Hör ich den allen aus, Mann? Scheiße, Mann. Oh, ich hab gleich nachgeladen. Torpedos auf Backbord. Gleich ist es soweit. Muss wieder ins Spiel. Sie einfach weiter aufgehen. Ja, hat sich das auch erledigt. La Panther. Muss ich wohl irgendwie ran. Irgendwie muss ich da ran an den. Sieht ja hinter mir aus. Okay. Okay. Kumikaze. Ich bin mit einer Isokase unterwegs, der Kollege fährt eine Umikase. Da gibt es ja noch Minekase. Jetzt die Frage, was fährt er? Ich habe meine reingeblastet, aber... Ich probier's einfach mal. Vielleicht noch einmal ein bisschen hier in die Richtung. Ich meine, versenkt ist versenkt, klar, ist jetzt nicht gerade zerstörertypisch, aber ob der verreckt. Was dürften dort meine sein? Da würde wohl meiner reingehen. Nee, das sind ja gar niemand.
Arschloch! Aber sie wären reingegangen. Das muss man mir zugute halten. Sie wären reingegangen. Gut. Flattern wir mal zu Plau drüber. Ich glaube, da können wir auch die Torpedos sparen. Na komm. Noch bemerkt damit nicht. Wird aber gleich. Zum Beispiel so circa jetzt. Ist jetzt nicht so, als würde ich treffen. Danke, treffe ich gar nichts. Ich habe es ja trotzdem noch irgendwie. Pures Glück, pures Glück. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Oh shit. Ich könnte jetzt hier noch kreisen, bis ich wieder in Reichweite bin. Der wird jetzt eh erstmal ausweichen hier. Nebelwand gelegt. Na, da geht doch noch was rein, oder? Jo! Ich freue mich immer so, wenn ich mit dem Zerstörer überhaupt irgendwas treffe. Oh komm, den schieße ich jetzt so runter hier. Scheißegal. Okay. Okay. Ist nicht Sinn der Sache, aber für mich ist es schwierig tatsächlich. Ich meine, ich habe so meine Momente, ne? Manchmal laufen die Runden einfach super für mich. Und ich kill da 3, 4 weg. Das ist leider eher selten. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich tatsächlich mal wen wegfetze hier. Da geht's auch gut ab. Ich muss natürlich aufpassen, denn ich kann mich nicht mehr einnebeln. Den muss ich irgendwie bearbeiten hier. Werde ich natürlich nicht raufschießen. Ich möchte eigentlich so nah ran. Der will doch nicht in die Meerenge da, oder? In die Bucht oder was auch immer das ist. Scheiße. Aber ich kann mir vorstellen, dass er dahin will. Gut, ich habe 2 Kills. Für mich ist das in Ordnung. So beknackt das klingt, aber... Ich meine, für mich ist das hier echt schwer. Für mich ist das echt schwer, obwohl... Der fällt auch nicht zu. Puh, keine leichte Sache. Maschinenboost deaktiviert. Ja, so Wurst. Schon weg. Schon weg! Gut. Schön im Schlingern jetzt auf den hier zu tuggeln. Ich muss eigentlich seitlich ran. Ich muss irgendwie seitlich ran. Ich flieg aus dem Spiel raus. Ich krieg eine neue IP. Das ist doch nicht zu fassen. Echt jetzt? So ein Scheiß. Fuck off, echt. Boah! Kacke, ist ja gerade mal um 3, ey. Scheiße, ich hoffe, ich lebe noch. Oh mein Gott! Das ist natürlich scheiße. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Das ist ja richtig mies. Oh fuck, bitte lass mich noch leben. Please, please. Lebe ich noch? Brenne ich schon? Bin ich schon? Oh shit! Oh shit! Versenken wir den nicht.
ist. Oh mein Gott, schieß doch. Yeah! Oh Gott. Viel Leben habe ich auch nicht mehr. Ja, scheiß die Wand an, ey, das gibt's doch nicht. Get the fuck out of here, man. Mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Nee, es könnte auch andersrum laufen. Aber fahr doch gegen die Insel, Mann. Fahr einfach gegen die Insel. Scheiße, er flüchtet. Problem gelöst. Motherfucker. Brenn ab. Brenn ab. Brenn doch einfach ab. Jetzt muss ich da echt noch hinterher, ja? Oh, noch ein Kill. Puh, also hier liegt er. Also läuft er schon richtig gut. Und ich habe sogar einen Torpedo-Kill hinbekommen. Oder waren es zwei? Aber ich habe sie mir gedacht, wuff, Mann, geht's hier ab. So, okay, ich versuche mal zu cappen. Gucken wir mal. Oh Gott. Richtig aufregend, ey. Aber es macht Spaß. Macht auf jeden Fall mal. Kommt Diesel? Okay, ich glaube, die wollen den fertig machen und ich muss dazu sehen, dass ich irgendwie durchkomme. Das schaffen die, oder? Oh nee, das schaffen die. Und da ich hier nichts anderes sehe, ich könnte jetzt ewig hier den Flugzeugträger suchen, aber scheiß drauf. Obwohl ich mir gerade denke, ey, so viel, wie die da rüber schicken. Ist klar, mein Bro, ich bin ja auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich werde mich einfach irgendwie durchmogeln. Ich meine, er kriegt viel ab. Er kriegt viel ab, das ist nicht schlecht. Keine Ahnung, ob ich da noch was reißen kann. Ich komme mir so langsam vor. Echt so langsam. Okay, ich habe gesehen, von wo die gestartet sind, aber das ist jetzt auch egal. Mal zusehen, dass ich rankomme hier. Bleib mal ruhig, Mann. Ich lebe ja noch. Achso, der meint ja gar nicht mich. Diese Aufregung. Ich will auf jeden Fall noch Kills machen. Ich will auf jeden Fall Kills machen. Ich habe Kills gemacht. Vielleicht hat er auch jetzt Kills. War ja alles umsonst. Och man. Echt jetzt? Das ist doof. Wurde entdeckt. Mir egal. Hat uns ein Scheiß geschickt. Nicht auf mich. Nicht auf mich, okay. Ich fahre jetzt einfach mal zur Basis. Und eh nichts mehr in 49 Sekunden, aber egal. Jedenfalls kann man ja trotzdem. Shit. Das wird auch noch zudem ein ziemlich knapper Sieg. Weil wir jetzt einen verloren haben. Sind die nur zu zweit? Oh Gott, wird das knapp. Das wird richtig effing knapp. Und irgendwo
guckt hier der andere Zerstörer rum und ich sehe ihn nicht. Einfach mal reinfahren. Wäre natürlich krass, wenn mir jetzt lauter irgendwie so 50 Torpedos entgegenkommen. Werden sie natürlich nicht, aber das wäre natürlich scheiße. So, die Zeit läuft ab, wir haben gewonnen. Und zwar sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp haben wir gewonnen. Ja, doch, doch. Nicht nur, doch, doch, doch. Puh. So, ich guck mal kurz auf die Teamwertung. Lass mich bitte unbedingt. Oh, sogar der Beste. Der Beste. Der Beste. Das freut mich natürlich. Ich krieg das Grinsen nicht aus meinem Gesicht. Ja, weil ich so erfreut bin, dass ich das so weit geschafft habe und so. Und vor allen Dingen, ich bin ja echt eigentlich scheiße mit Zerstörern. So richtig scheiße. Aber wie gesagt, ich habe so meine Momente. Ich glaube, ich habe noch. Ich weiß gar nicht, mit welchem Zerstörer. Ich habe noch ein anderes Zerstörer-Video. Da war ich auch ziemlich gut. Ich weiß aber nicht, ob ich die Runde überlebt habe. Keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, würde mir helfen. Und euch tut's nicht weh. Viel Spaß noch beim Zocken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also haut rein und macht Idiot.